Morgen Österreich. In den Donnerstagmorgen begleitet sie mit mir heute auch Tonmeister Ottmar Bergsmann. In der zweiten Woche etwas über den Verdauungsapparat, eine Reise durch den Darm. Wie es den Moosen in der Zukunft gehen wird, das ist eine sehr schwierige Frage. Freilich werden sie ihn wohl haben umbringen wollen, die gottlosen Leute. Der Gast ist leider noch nicht hier. Aha, okay, wir warten. Ja, ich auch. Im ORF klappt man ja nicht einmal mehr die Uhrzeit. Bla, 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 bla. Kann Journalismus zu kritisch sein? Die Medien sollen nicht Meinung machen und Kaffeesud lesen. Ich sagte ja, es wird nicht ganz ohne Provokation gehen. Ich bin nein, aber meinst du es ernst oder provozierst du? Das ist die Frage. Lügenpresse, Staatsfunk, Fake News, Filterblasen. Wir wissen selber nicht, was jetzt genau hier in Gesellschaft los ist. 50 Jahre bedeutet auch, dass man darüber nachdenken muss, wo man sich verändern kann, ob man sich verändern muss. Ö1 gönnt sich eine sanfte Erneuerung. Da machen wir so eine Ansage. Dass dieses einseitige Gespräch mit dem Mikrofon eigentlich da draußen im besten Fall zu vielen, vielen, vielen einzelnen Dialogen wird. Warum können gute Dinge nicht einfach so bleiben, wie sie sind? So, kleiner Auszug aus 104 Meldungen.